Diese Wand in der Baustraße sieht so nicht mehr aus. In der zweiten Ferienwoche gab es im Kinderjudenkunsthaus ein Wallprojekt, bei dem diese Mauer ein neues Aussehen bekommen hat. Bevor es aber ans Malen ging, musste erstmal ein Entwurf gemacht werden. Die Teilnehmer unter der Anleitung von Andreas Hedrich entschieden sich für eine Gemüseband. Das Thema war schnell gefunden und alle waren sich einig. Die Entwurfsarbeit dauerte die ersten beiden Tage. Am Mittwoch wurde die Mauer grundiert und ab Donnerstag wurde der kleine Entwurf auf die große Mauer übertragen. Nach Absprache mit der Stadt wurde extra für diese Aktion der Bürgersteig abgesperrt. Ebenso wurde vom Eigentümer, der Augenoptik Fichtner, die Genehmigung der Umgestaltung eingeholt. So konnten die jungen Künstler in Ruhe das Kunstwerk vollenden. Unter den ca. 10 Teilnehmern waren auch einige ukrainische Kinder dabei. Kunst ist eben mehrsprachig und so nahm das Wandbild mehr und mehr Gestalt an. Am Freitag war das Bild fertig und nun spielt die Gemüseband in der Baustraße ihre Musik.